Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von TV Schwerin und MV1. So kurz vorm Jahresende macht sich Bauer Call natürlich wieder hier in Schwerin, in unsere Landeshauptstadt, auf den Weg und versucht mal die Emotion von unseren Mecklenburger Bevölkerung mitzunehmen. Ihr wisst ja, der Mecklenburger, der trägt seine Seele auf der Zunge und sobald du den ansprichst, da kriegst du den gar nicht mehr gestoppt. Wir wollen mal gucken, was den Leuten gefallen hat im alten Jahr und mal gucken, was die Leute im nächsten Jahr so alles planen und vor sich haben. Hier, dann nehmen wir gleich den ersten, du hast schon geguckt, das ist mein alter Freund, grüß dich, schönen guten Morgen, weißt du, hier ist Bauer Call. Ja. Wie war es im zurückliegenden Jahr, war alles in Ordnung? Nein. Was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Gesundheit. Genau, aber die hast du im alten Jahr auch gehabt oder nicht so doll? Ich ja. Ja, genau. Und hast du irgendwelche Träume, die du dir erfüllen willst im neuen Jahr? Immer Träume. Kannst du uns ein Beispiel sagen? Gesundheit bleiben. Hat er doch gesagt. Genau, das ist das Wichtigste. Ich wünsche schöne Feiertage und guten Rutsch. Ne? Ja, werde ich haben. Danke. Tschüss. Das ging doch schon mal für den Anfang. Du, normalerweise, ich glaube, im letzten Jahr war es deutlich schlimmer am Anfang. Ja, das sind da zwei ganz nette, die von Bauer Call. Ja, ja, ich bin ja ein Anständiger bei mir, da geht ja keiner. Ich will euch nur fragen, gibt es irgendwas, was ihr so schon im positiven Auge habt für 2019? Ja, wir wollen es weiterhin lieb haben, ne, im Jahre 2019. Hey, Mecklenburg, das Land der Liebe und der Erotik. Das ist schon mal genug, das schaffen die meisten nicht. Bei dir alles in Ordnung gewesen 2018? Alles in Ordnung. Und hast du einen Plan für 2019? So weitermachen. Ja, du. Sag mal nicht böse, aber sie sah ja ein bisschen aus wie Queen Elizabeth. Ne? Könnte sein, dass die Queen Elizabeth hier heimlich über die Feiertage in Schwerin einkauft und wir kriegen das gar nicht mit. Ich glaube, wenn du von der Mütze her, das war sie. Das war Queen Elizabeth. Hallo, jetzt haben wir mal jemanden hier. Schönen guten Morgen. Mach keinen Bogen, sieht blöd aus in der Kamera, wenn du vorbeigehst. Habe ich ihr gesagt, aber sie will nicht hören. Guck mal, die nächste auch schnell weg. Guck mal hier, Mutti, Rentner haben immer Zeit. Grüß dich, schönen guten Morgen. Du, wie war 2018? War das für dich ein gutes Jahr? Na, es ging. Und 2019, hast du ein Ziel vor Augen? Ja, weiß noch nicht so richtig. Was denn? Ja, irgendwie? Entweder, ja, ich habe allerhand vor. Ich wollte mir ein Smartphone kaufen. Hey. Oder eine Weltreise machen. Ey, wenn das die Entscheidung ist, sag mal, gibt es ja mittlerweile Weltreisen zum Preis vom Smartphone? Da würde ich sogar mitkommen. Das ist ja super. Aber ich wünsche dir, pass mal auf, ich werde dir mal eins sagen. Hör mal. Wenn das für die Weltreise reicht, dann ist das Smartphone noch mit dabei. Ne? Das bringe ich dir bei. Da gehst du hier zum Regionalfernsehen und dann bringe ich dir das bei. Da machen wir extra eine Schulung. Und bitte, wenn da noch ein paar Senioren dabei sind, die da Hilfe brauchen, das machen wir gern. Ne? Ich danke dir. Schöne Feiertage. Ne? Komm gut nach Hause. Tschüss. So, meine Lieben, also viele fanden ja das Jahr 2018 jetzt so ein bisschen so, aber ich muss sagen, in unserem Vergleich, wie wir letztes Jahr hier gestanden haben auf dem Marienplatz, ja, und wie lange wir gebraucht haben, bis jemand mit uns geredet hat, da muss ich euch mal sagen, in einem Jahr ist Mecklenburg-Vorpommern schon viel offener geworden. Ich hoffe, das sieht auch unsere Meniskuspräsidentin Manutella Schweselig so, weil ich glaube, das ist ein ganz deutliches Ergebnis der harten Arbeit an der Front vom Regionalfernsehen und von Bauer Call. Guten Rutsch. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.